Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play Vampire: The Masquerade Bloodlines. Ja, in der letzten Folge weiß ich gerade gar nicht, ob wir da. Ich glaube, so was Bedeutendes haben wir da gar nicht gemacht, außer ein paar Aufträge zu beenden, beziehungsweise hier nochmal einen Abstecher in unserem Apartment zu machen. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal mit unserem Taxifahrer, der wirklich jedes Mal derselbe ist, zu diesem Museum fahren. Ja, wir haben ja von Pischer, dieser etwas interessanten Kreatur der Nacht, beziehungsweise sie kann ja kein Vampir sein, haben wir ja erfahren, dass wir noch einen anderen Gegenstand uns holen müssen. Ja, also sie ist auf jeden Fall kein Vampir, da sie ja, okay, wir kommen vom Dach scheinbar, da sie ja auch das ganze gesamte Fleisch von den Lebendigen fressen muss oder essen muss oder was auch immer sie da macht, um zu überleben. Holy. Okay, das war gerade krass. Wir laufen erstmal hier so rum. Und hoffen, dass wir hier keinen Wächter haben. Wir sind ja jetzt wieder hier in einem Gebiet, in dem wir die Gegner nach Möglichkeit nicht ausschalten sollten. Okay, wir haben ja gerade gesehen, das wurde da rot, also wird hier wahrscheinlich irgendwo ein Wachmann sich befinden. Na, wir gucken mal vorsichtig. Ja, also hier weiß ich auch nicht, in welche Richtung wir gehen müssen. Ich gehe jetzt einfach mal in die hier. Okay, hier scheint es erstmal sicher zu sein. Und hier haben wir eine offene Tür. Okay, aber scheinbar kommen wir nur von der Seite hier rein. Was haben wir hier? Ein Radio und den Schlüssel zum Museumsbüro. Okay, das ist praktisch. Aber ich frage mich, was das hier für ein Raum ist. Und ich höre Schritte. Ich hoffe, das sind jetzt mal unsere eigenen. Ansonsten sollten wir entweder laufen oder uns gut verstecken. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass die Wächter hier genauso wenig gut aufpassen, beziehungsweise genauso blind sind wie die Wächter in dem Gildehaus der Dings der. Gott, wie heißen sie? Der Malkavianer. Ja, also da gehen wir, glaube ich, auch noch nicht rein. Beziehungsweise sind wir jetzt noch nicht reingegangen, habe ich jetzt mal spontan entschieden. Sondern laufen wir jetzt einfach nur mal ein bisschen hier weiter, um mal zu erforschen, wo es hier weiter lang geht. Okay. Also wenn jetzt ein Durchgang nach links geht, haben wir einmal eine Runde geschafft. Ja, definitiv, okay. Dann benutzen wir. Oh, gucken wir erstmal auf den Zettel hier. Verdammt witzig, du hast der Putzkolonne einen gehörigen Schrecken eingejagt. Könntest du jetzt diesen verdammten Saurier wieder zurück in die Ausstellung bringen? Ach, und lass deinen Schlüssel nicht herumliegen, sonst feuert Marshall dich irgendwann. Was? Hochkant, ach so, hochkant, okay. Also dahinter hören wir, dass sich da einer bewegt. Trotzdem werden wir mal diesen Weg hier wählen. Zur Not können wir ja ein bisschen unsere Blutreserven aufbessern. Okay, der läuft einfach da hinten lang. Dann laufen wir in die andere Richtung. Ja, also hier ist ein bisschen Naturkunde. Also für so ein Viech gehe ich eher in den Zoo als eigentlich in ein Museum. Ah, okay, da hinten ist auch noch einer. Ja, und wir hören wieder diese Geräusche. Also, das ist aus irgendeinem Horrorfilm. Ich weiß gerade nicht welchem. Dass sich so ähnlich anhört wie Spinnen. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie auf so Saiten von irgendeiner Geige oder sowas da rum mit den bloßen Fingern rumziehen oder sowas. Also so hört sich das auf jeden Fall an. Was ist das denn? Okay. Marder. Nehme ich mal an. Und noch irgendein anderes Viech. Wahrscheinlich irgendwelche prähistorischen Vorfahren der Viecher von heute. Der hier wohl eher nicht. Der ist ausgestorben. Und soviel ich weiß, sind die Dinosaurier auch durch einen Meteoriten ausgestorben. Gab da ja mehrere Theorien, aber ich glaube, die Meteoritentheorie hat sich durchgesetzt. So, jetzt haben wir zwei Wegmöglichkeiten. Ich glaube, wir nehmen zuerst die nach oben. Ganz einfach, weil die nicht so aussieht, als würde es hier allzu weit gehen. Okay, das ist einfach nur eine Abkürzung. Wir sollten möglichst nicht von den Wächtern gesehen werden, übrigens, da. Ah, puh. Da wir gegen die nicht kämpfen sollen. Wir haben ja auch links neben unserer Lebensanzeige auch dieses Lichtmessgerät sozusagen. Okay, die Wächter hier sind ganz cool, also typisch amerikanisch sozusagen, laufen sie hier mit ihren Waffen nicht mal im Halfter, sondern direkt in der Hand durch die Gegend. Und ich wette, wenn wir sie den jetzt abschrecken würden, würde er direkt auf uns schießen, also sind die Waffen auch noch ungesichert. Okay, hier haben wir einen Dinosaurier-Maul. Beziehungsweise ein T-Rex-Maul. Okay, das war nicht ohne. Also mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass es hier in anderen Teilen des Spiels auch so Horror verwendet wird. Also jetzt nicht so Horror, sondern so
Boah, eigentlich ganz gute Hau. Okay, die Tür sieht zwar aus, als könnte man sie benutzen, kann man aber nicht. Und wir bewegen uns mal hier in die Richtung, einfach den Wänden erstmal entlang. Okay, hier ist es gesichert. Da hinten habe ich einen Wächter gesehen, also wahrscheinlich werden es hier auch wieder zwei sein oder so. Ja, aber hier haben wir jetzt schon mal eins, nämlich für Gentlemen die Toilette. Aber da misstraue ich und wir sehen da ja auch Schuhe. Also. Und wir hören, wird er da rauskommen? Ja, der wird da rauskommen. Wir öffnen die Tür und verschwinden in dem Klo neben ihm. Pinkelt er jetzt nochmal? Ich will nicht wissen, was der alles getrunken hat. Vielleicht gab es für die Nachtwächter gratis Traubensaft oder so. Der pinkelt jetzt. Pinkelt er jetzt in der Schleife oder so? Ja, okay, also der pinkelt scheinbar immer. Hat wohl eine schlechte Blase. Beziehungsweise eine. Leicht, wie ist das? Leicht überfüllbare Blase. Also meine alte Musiklehrerin hat dazu Sextanerblase gesagt, wegen den Sechstklässlern, weil das bei denen so häufig gewesen sein soll. Warum ist hier ein rotes Licht? Okay. Das sieht schon fast aus wie Selbstbefriedigung. Aber der Typ verschwindet. Okay, das ist gut. Mal sehen, rechts oder links. Wir gehen erstmal hier lang, weil das hier... Okay, das ist offenbar. Offenbar. Was soll das? Das ist... kann man öffnen. Okay, hier haben wir einen Wächter scheinbar. Und hier ist noch irgendwas. Und da geht's nicht weiter. Okay, also scheinbar... Ist doch ein Typ, oder? Ja, ist ein Typ. Ja, also scheinbar ist, hier diese Lüftungsschächte sozusagen als Möglichkeit, hier durch die Gegend abzukürzen, wie häufig in irgendwelchen so Stealth-Spielen. Okay, das hier scheint der Serverraum zu sein. Und es ist ziemlich hell, was mir nicht gut gefällt. Ja, da haben wir diesen Wächter. Gibt's irgendwas zu... Ah, das ist ein Schlüssel. Ah, und wir haben den Schlüssel für den Museumskeller. Ja, es geht ja... Wir sind ja in dem Museum, um diesen Sarkophag zu kriegen, aber... Für Pischer, oder Pischer, oder wie auch immer man sie aussprechen möchte, ist ja auch noch die Aufgabe, dass wir, zwei Gegenstände, nämlich einen Götzen finden. Also zwei Gegenstände, ein Götze, nein, ein Götze und noch irgendwas. Und den Götzen kriegen wir im... Dings kriegen wir. Den Götzen kriegen wir im... in einer Residenz von den Giovannis, wo wir erst später hinkommen werden. Oh. Bisschen Überwachungskamera? Ich weiß gerade gar nicht, ob die Überwachungskameras funktionieren. Ich gehe mal einfach davon aus, schon. In dem Krankenhaus waren ja auch schon welche, aber die haben irgendwie relativ wenig gebracht. Naja, auf jeden Fall hacken wir jetzt mal hier den Rechner. Okay, wir haben E-Mail. Und Verkauf wundert mich bei einem Museum. Ich liebe Gave, okay. Erinnerung? Nur zur Erinnerung, Dr. Anders Johnson, der Sarkophag-Typ, wird die nächsten paar Tage hier im Museum arbeiten. Behandle ihn so höflich, wie wir alle unsere Gäste behandeln. CM. Von C. Marshall. Fetisch. Also Fetisch jetzt wahrscheinlich nicht im Aspekt von sexuellem Fetisch, sondern so eine Art Götzenanbetung. Ich will wirklich nicht wissen, wofür du ihn brauchst, aber ich habe ihn zwischen den Flamingos und dem Raptor platziert. Bring ihn nicht in Schwierigkeiten, Baby. Okay, amüsiere dich mit Gabe und bitte erspar mir künftig Details über deine untoten ägyptischen Fantasien. Okay. Also wo ist er platziert zwischen den Flamingos und dem Raptor? Okay, das ist gut zu wissen, da werden wir auch mal hingehen danach. Viruswarnung, bitte lesen. Mev hat einen Virus im Anhang dieser Datei gefunden. Der Virus wurde isoliert und eine Benachrichtigung an Addix bla 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 geschickt. Okay, interessant. Und viertens, danke. Die Schlüssel, die du gefunden hast, die gehören Larry. Ich sag ihm, dass du sie hast bei den Fundsachen abgegeben hast.
okay, wie auch immer Larry sein mag. Wir gucken nochmal, bevor wir da rausgehen. Okay, hier. Museum Security, Lost and Found Missing Children. Also quasi die... Was steht da an dem Schild? Steht da was? Also das sind so die Fundsachen quasi. Und ja, hier werden wir dann jetzt mal rausschleichen. Und ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn wir wüssten, wo diese Videokamera wäre. Okay, hier ist der Haupteingang. Museums... Sachen, wie man hier billiger reinkommt und alles mögliche. Und hierfür haben wir jetzt den Schlüssel gehabt. Zum Museumsbüro. Hier ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Und ich höre schon wieder Schritte. Und hier haben wir Informationen scheinbar. Aber leider ist es nachts und es ist keiner da, um uns ein bisschen was über alte Dinosaurier oder sowas zu erzählen. Aber hier sieht es so aus, als müsste man sich hier verstecken. Das erinnert mich ein bisschen an Matrix. Da ist hier, glaube ich, am Anfang auch der Neo irgendwie durch solche interessanten kleinen Büros, wie auch immer man die Dinger nennen will, gekrochen, beziehungsweise hat sich vor den Mr. Smiths, glaube ich, versteckt gehabt. Und irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass hier einer besetzt ist von dem Typen. Nee. Okay. Ah, aber da haben wir Morphium-Medizin, Fläschchen. Eine Nu-Medizin-Fläschchen. Okay, da geht's in den Keller. Das ist gut zu wissen, da werden wir jetzt mal kurz hingehen, aber ich würde sagen, wir gehen erst oben ein bisschen dann noch rum. Da wir da ja wahrscheinlich noch diesen Fetisch benötigen, beziehungsweise den... Den Götzen. Also das war jetzt gerade schon nicht ohne. Das hat mich auch schon ein bisschen erschreckt. Geht er wieder weg? Okay. Ja, so sieht es wirklich erst danach aus, dass wir da hier weiter können, aber wir gehen erstmal oben hin und suchen zwischen den Raptoren und den Flamingos. Das heißt, einen Raptor haben wir ja schon gesehen, aber wir suchen erstmal die Flamingos. Ist auch interessant, so ein Aspekt hier quasi bei Vampiren, der meistens nicht so gesehen wird, nämlich dieses sich durch irgendwelche Nächte quasi schleichen und versuchen, möglichst ungesehen zu bleiben. Es ist ja, wird ja meistens nicht so mit Vampiren assoziiert, aber gehört auch irgendwie logischerweise dazu. Da man sich ja nicht so öffentlich zeigen will und auch nicht allein im Alleingang eine ganze Armee von Gegnern ausschalten kann. Obwohl man übernatürlich ist, natürlich. Okay, also ich finde die Flamingos irgendwie hier gerade nicht. Und hier waren wir, glaube ich, noch nicht, okay. Flamingos. Und im Hintergrund sind definitiv Sirenen zu hören. Waren wir hier schon bei dem Elefanten? Kann man diese Tür hier? Nein. Kann man nicht. Kann man auch nicht. Okay, ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Nein, ich glaube ziemlich viel, ich weiß, aber nein, aber... Ich glaube... Schon wieder, ich glaube, nein, aber... Ich bin jetzt einfach mal davon überzeugt, dass ein Stockwerk tiefer keine Flamingos mehr sein sollen, beziehungsweise Ausstellungsstücke. Okay, und wir verschwinden mal nach oben. Also es ist theoretisch ein Kampfgebiet, aber wir wollen ja Kämpfe möglichst vermeiden. Zumal mit Gesetzeshütern da, ja, wenn wir die abschießen, werden noch mehr von denen kommen. Und wenn wir mit der Maskerade brechen, kommen Vampirjäger. Und mit denen wollen wir uns noch nicht auseinandersetzen, beziehungsweise jetzt noch nicht. So, und wir suchen jetzt diese gottverdammten Flamingos. Flamingo und Raptoren, zwischen Flamingos und Raptoren. Flamingos und Raptoren, das ist interessant. Da haben wir die Flamingos, da die Raptoren und dazwischen. Okay. Müssen wir da irgendwie aus der Tür raus. Aber erstmal den netten Wächter vorbeilassen. Ja, nur weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Ja, er geht auch wieder lässig mit seiner Waffe direkt in der Hand. Auch, glaube ich, in einem Revolver, den wir haben. Also so viele verschiedene Waffenmodelle gibt es jetzt nicht, beziehungsweise die verschiedenen Waffenmodelle, die es gibt, haben die meisten Gegner nicht. Hä? Hier war der Fetisch? Wo war denn hier der Fetisch? Was haben wir denn hier gekriegt? Hier haben wir doch einen Schlüssel zu irgendwas gekriegt, wenn ich mich nicht irre. Schlüsselbund. Nee.
Moment. Das ist der Linkszahn, das ist was anderes. Kommt trotzdem sein Schamanenmagie. Okay, das ist auch was anderes. Aber ich glaube vielleicht, ich weiß nicht, ob die Dinger uns was bringen, wenn wir sie nur bei uns tragen, oder ob sie wirklich nur was bringen würden, wenn wir damit quasi, wenn wir Tremere werden und sie ausrüsten können, aber die meinten doch hier zwischen. Wo ist denn hier bitte? Hier haben wir doch auch noch irgendwas im Gegenstand gekriegt. Also ich frage mich da echt, wo das ist. Naja, aber ich würde sagen, das suchen wir dann auch erst in der nächsten Folge. In der wir dann wahrscheinlich dann auch in den Keller gehen. Also bis dahin, Leute. Ciao.